als die schwedische. Die sind zäh, die sind körperlich. Will es endlich sein erstes WM-Tor. Spiel bei den Argentiniern. Und das Konzept Nachwuchsbereich. Und er mit Abstand. Dr. Müller-Wohlfahrt und Klaus Eder. Selbst. Also, der Glücksbringer Argentiniens. Ob rechts, ob links. Diese Ecken von Riquelme. Jürgen Klinsmann. Was tun? Wo ist der Plan B? David Odonkoye ist die Lösung, um diese abgezockten Abwehrspieler der Argentinier dort mal ein bisschen in Verlegenheit zu bringen. Und Klose hat endlich sein Tor gegen eine große Mannschaft. Zum Einsatz kommt. Tja, 1990 dieses Finale, während hier der letzte Solidargeist, die letzte Beschwörung vom Mittelfeld. Jürgen Klinsmann erzählt es nochmal. 1990 im Finale, da wäre er dabei. Es war kein schönes Spiel damals. Ein Festival der Fouls mit extrem defensiven Argentinien und zwei Platzverweisen. Monzon legte damals Jürgen Klinsmann um, De Zotti ging Cola an die Gurgel und Andreas Brehme. Auf geht's. Zweimal 15 Minuten Verlängerung zwischen Deutschland und Argentinien. Tevez soll den Platz verlassen, weil seine Nase blutet. Soll sich Gummitwist, Bodengymnastik. Was wurde da auf? Nur noch 70 Sekunden. Und sie in Frankreich, damals gegen die Engländer. Immer hieß der Sieg mit Franz Beckenbauer und Sepp Blatter. Wer sind die fünf? Wer sind die fünf Ersten? Jogi notiert. Aber sehen wir es mal positiv. Auch die Deutschen hatten stets gute Nerven. 1982 im Halbfinale gegen Frankreich bei der WM in Spanien. Mit Torhüter Toni Schumacher, oder? 4 Jahre später im Viertelfinale in Mexiko gegen Mexiko, auch mit Toni Schumacher. Und dann dieses Halbfinale. Der kann das eigentlich. Das ist jetzt die Hoffnung. Der war schon oft ein Held. Wenn es darum ging, die Schüsse vom Punkt abzuwehren. Das Duell Riquelme gegen Lehmann wird es heute nicht mehr geben. Riquelme ist nicht mehr dabei. So wie im Halbfinale der Champions League, kurz vor Schluss. Aber Lehmann war schon mal Held, noch Cup Cup Pokalendspiel mit Schalke gegen Inter, damals im Merzer Stadion. Kann seine Rolle jetzt endgültig übernehmen. Sich zurückziehen. Nochmal entspannen, die Nerven sammeln. So ist Jens Lehmann. Keiner, der das Laute sucht. Und das ist dieser von Jürgen Klinsmann oft beschriebene und beschwörte neue Geist. Nur auf den Punkt geguckt, sich nicht auf. Jetzt. So, jetzt lass uns die Daumen drücken. Das Kampf der Verlierer zu sein. Haben Sie gesehen, der Schlag eben auf Schweinsteiger? Es war nicht großes, ganz großes Spiel. Auch das ist egal. Jürgen Klinsmann. Jetzt hat er sein Klassenziel erreicht. Ausscheiden im Viertelfinale wäre laut seines eigenen Anspruchs eine Katastrophe gewesen.
Es hat lange gedauert, bis Fußballer wie Juan Pablo Sorin. Und Jürgen Klinsmann wird sagen, sie können es einfach nicht lassen, die Jungs.